Ja, meine lieben Zuseher, heute ist das gekommen, auf das ich jetzt doch schon einige Tage gewartet habe. Und ich habe ja schon befürchtet, dass hier eventuell etwas faul sein könnte. Doch es ist alles okay. Ich habe ja letzten Samstag den Unternehmer, den Händler noch erreicht. Und ja, er hat gesagt, wenn am Montag etwas nicht passt, dann soll ich mich nochmal melden. Es ist aber jetzt alles da, was ich einfach auch bestellt habe. Das heißt im Endeffekt, das ist dieser Kompressor-Kühlschrank, der mich an die 300 Euro gekostet hat, ist in dem Fall auch einer der günstigeren und doch ist es für einen Kühlschrank im Auto drinnen doch eine schöne Stange Geld, weil für das Geld bekomme ich einen ganz normalen großen Kühlschrank für die Wohnung. Aber gut, so ist es mal und ich wollte mir halt in dem Falle jetzt kein Gerät kaufen, das so mehr oder weniger vielleicht ein bisschen kühlt, sondern in dem Falle, wie gesagt, ich habe auf meine Bedürfnisse geschaut und gesagt, das, was ich haben möchte, das muss hundertprozentig sein und ich habe es eh schon öfter gesagt, essen tue ich, wenn ich unterwegs bin, ja auch nicht weniger. Im Gegenteil, da sollte man eben auch genau so gut auf seine Ernährung achten wie sonst auch. Und ich kenne das ja eh von vielen, vielen Urlauben, Reisen und Camping, Dingen. Ah, irgendwie ist es doch immer irgendwie, dass das ganze Zeug, ja, wenn es nicht gescheit gekühlt ist, die Butter zerrinnt, das andere wird kaputt und das ist da und dort, das ist immer eine Sauerei. Und das nervt dann schon. Ich habe zwar 10 Jahre lang einen Wohnwagen gehabt, das ist natürlich mit integriertem Kühlschrank eh genau das, was ich eben auch kenne. Da muss ich aber auch dazu sagen, wenn es da richtig mal heiß war, dann ist der auch nicht mehr so irrsinnig kalt gewesen, aber es war doch immer irgendwo noch ganz okay. Ja, in dem Sinne werden wir jetzt einfach einmal auspacken. Ja, und der schaut ja auch richtig groß aus, gut verarbeitet. Moby Cool ist die Marke. Ja, dann hoffe ich halt eben auch nur, dass er in das, was ich da jetzt vorgebaut habe, reingeht, weil deswegen wäre es mir eben auch recht gewesen, wenn er früher da gewesen wäre. Aber gut, ich denke schon, dass es passen wird. Ich habe an und für sich eh größer gemessen. Aber in der Breite ist er schon ein bisschen. Ja, gut, wir sehen es gleich. Ja, und ich bin auch immer ziemlich froh, wenn ich dann merke, es ist strommäßig, ist es einfach. Also wir haben zwei Kabel, das eine ist das 12-Volt-Kabel, das verstehe ich jetzt auch schon. Und das ist ganz normales Stromkabel für 220 Volt. Und das muss man halt dann anstecken. Und das war es dann auch schon. Ihr wisst ja mittlerweile, Elektrik und so die richtige Technik, das ist nicht unbedingt das meine, aber so ist es halt. Ja, das Gerät schaut wirklich gut aus, gefällt mir. Platzmäßig ist auch richtig was los. Ich leuchte einfach mal rein da. Da kann man einfach gut die Lebensmittel einfach auch verstauen. Und wenn nicht so viele Lebensmittel da sind, dann tut man halt was anderes rein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber für eine Aufbewahrungstruhe sind 300 Euro natürlich auch jetzt ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Also das sollte schon für Nahrungs- und Lebensmittel zur Verfügung stehen. Gut. Also vom Platz her passt der tippitoppi rein. Ja, ein bisschen Spiel ist es noch, dass es nicht allzu schwierig geht. Das ist einmal super. Und er steht da auch nicht zu weit heraus. Das finde ich jetzt mal perfekt. Das, was ich jetzt schon befürchte, ist, dass das nicht gescheit aufgeht. Beziehungsweise das schon aufgeht, aber dann der Deckel nicht aufgeht. Wir schauen einfach mal.
Okay. Das geht schon. Also ja, das geht schon, das ist nicht tragisch. Also da kommt man schon zu. Natürlich was angenehmer, wenn man es so aufmachen kann. Ja, also ich bin jetzt ehrlich gesagt zufrieden. Ich bin froh, dass das passt. Alles gut. So, da habe ich jetzt noch etwas ausschneiden müssen, damit dann auch die Kabel angeschlossen werden können. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen vorsichtig mit Euphorie, aber es ist fast perfekt mit dem Kühlschrank. Jetzt braucht es nur mal da wunderbar passen und dann muss er im Endeffekt nur noch gehen. Das heißt rein elektrisch, aber auf das habe ich eh keinen Einfluss mehr dann. Also von dem her. So, jetzt auf jeden Fall mal ein sehr spannender Augenblick und zwar werden wir jetzt mal schauen, ob der Kühlschrank nicht nur reinpasst, sondern eben auch funktioniert und zwar jetzt einmal mit 12 Volt. Also jetzt fahren wir einfach einmal mit 12 Volt. Ja, das funktioniert und wie gesagt, es ist fast problemlos gegangen. Darüber bin ich sehr froh. Das Ganze hängt jetzt einmal an dem Konverter, obwohl das jetzt natürlich nicht notwendig sein muss. Aber es ist trotzdem so ein Ausgang und ja, es ist halt dann so eine Zentralansteckstelle. Von dem her ist das jetzt auch kein Fehler. Ja, das war's dann. Kühlschrank ist jetzt eingebaut. Ja, von dem her ist es eins der wichtigeren Dinge, die da jetzt drinnen sind. Wie gesagt, das, was ich brauche, das, was wichtig ist, und dazu ist Nahrung ein ganz wichtiger Bestandteil, vor allem wenn man frische Nahrung bevorzugt. So, hallo meine lieben Free Spirit, Freerunner, Freunde, Dacia-Docker, Umbau, was auch immer, Freunde und Interessierte. Ja, es schreitet voran, also fortfahren kann man schon. Das habe ich euch ja alles schon gezeigt, aber jetzt noch mein nächstes Meisterstück. Natürlich mit einem ziemlich großen Augenzwinkern, aber ihr wisst ja, ich bin ja jetzt nicht der professionelle Tischler und Techniker. Aber es macht mich schon ein bisschen stolz. Genau, und das ist diese Schublade. Vor kurzem ist da ja noch so ein Plastikbehälter drin gewesen, den ich da so irgendwie hineingeschnipselt habe und mir auch gedacht habe, das wird schon passen. Da hinten habe ich ja noch ein billiges Teil, das ich auch drin lasse, wo ich Gewand hinein tue. Das andere habe ich jetzt mal da oben drauf gegeben, das brauche ich nicht mehr, weil ich mir ja diese Schublade gezimmert habe. Gezimmert, genau. Kann man natürlich auch rausfahren. Hallo. Servus. Genau. Ich meine, es schaut im Film immer unglaublich professionell aus. Servus. Genau. Keine Schienen, kein gar nichts. Man kann es immer, es rutscht einfach so raus und rein. Und da, zack, bumm, kann es auch nicht mehr rausrutschen in dem Sinne. Ja, das ist halt wirklich, ja, primitiv mag ich gar nicht sagen, aber sehr, sehr einfache Bauweise natürlich. Doch sie erfüllt absolut bis jetzt zumindest ihren Zweck. Und da schaue ich noch, ob ich da vielleicht einen Deckel drauf mache, dass man da ein bisschen was abstellen kann, dann was auch immer. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, ich will nicht so ein Teil, das man da herausziehen kann. Und jetzt habe ich doch ein Teil, das man da herausziehen kann, weil es einfach auch vom Platz und vom Verstauen her besser ist. Ja, was auch immer man noch daraus machen kann, das ist jetzt quasi so ein Grundbaustein, ja. Keine Ahnung, ja. Man grundsätzlich kann man natürlich mal was verstauen, das ist mal klar. Es braucht einfach natürlich auch Stauplatz, keine Frage. Und im Endeffekt, ja. Ich meine, fortfahren kann man bald. Das, was noch nicht wirklich fertig ist, aber auch jetzt quasi in der Planung und schon im Umsetzen. Ich habe lange nicht gewusst, was ich machen soll mit der Liegefläche, weil ich mir denke, so riesige Matratzen braucht unglaublich viel Platz. Jetzt habe ich bei mir oben in meiner
meiner Wohnung noch eine alte Matratze gefunden, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Und die zerschnippelt jetzt einfach. Da schauen wir einfach mal kurz drauf, aber das muss natürlich noch dann schön mit einem Stoff eben überzogen werden, aber so vom Grundprinzip her. Ja, und wann das dann auch fertig ist, dann ist mal so die Einrichtung eigentlich ja relativ fertig. Dann kann man halt noch so Kleinigkeiten wie eben. Ja, da haben wir jetzt mal grundsätzlich die Liegefläche, ja. Und wenn die Sitze nach vorne, also ganz nach vorne gegeben werden, dann ist das auch eine relativ gute Liegefläche, auf der auch ich mit meinen 1,90 m gut liegen kann. Und wie gesagt, wenn man sich lieb hat, dann geht das auch schon mal für ein, zwei Nächte, auf jeden Fall auch zur Zeit, vielleicht auch drei, vier. Aber für solche Dinge dann, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, gibt es ja dann das Dachzelt, das er jetzt dann noch nicht oben ist. Genau, und das ist jetzt die Matratze. Jo, schaut ja vom Platz her eigentlich gut aus und die ist zweigeteilt. Und jetzt baue ich es nochmal so zusammen, so als Sitzfläche, damit ihr das eben im Vergleich auch noch sehen könnt. Genau, das ist jetzt das Sitzteil, also das vordere Teil. Ja, das schaut jetzt natürlich ein bisschen unschön aus, unbezogen, aber ich denke, das ist an und für sich schon eine relativ gute Variante. Ja, da muss man halt drauf schauen, dass das auch wirklich ordentlich gemacht wird dann, weil man das ja schon sehr gut sieht und die Matratze ist ja schon relativ breit, dick. Von dem her, ja, ich hoffe, das überfrachtet das Ganze nicht, aber ich denke, das kann schon was werden. Das Einzige, was mir ein bisschen stutzig macht, gerade noch, was mache ich mit dem anderen Teil, der jetzt mal da ist? Also, ich mache die auf jeden Fall schon so, dass man die eben dann zusammenlegen kann. Ja, da muss man es halt da irgendwo hingeben. Ja, so hinten rein oder was auch immer, oder oben Dachbox, Dachzelt, ich weiß es noch nicht. Aber es ist so ein Schritt nach dem anderen, wird es sich mehr und mehr zeigen. Okidoki.